Und ich dachte, aus aktuellem verspäteten Anlass wegen der Frankfurter Buchmesse habe ich das Recht, dieses Buch jetzt auch vorzustellen. Es ist der Hammer. Ohne dieses Buch würde ich jetzt denken, in Frankfurt gibt es nur diese Derrick Disco, Hochhäuser und Apfelwein. Apfelwein könnte man den auch nennen. Also, da ist auch London, also Europa, ne? Da ist London drin, England Süden, England Osten, England Midlands, England Norden, Wales, Schottland, Nordirland, also alles Städte da drin, Skandinavien ist drin, Westeuropa, Südeuropa. Wer hat geschrieben? Ach, schon ein kleines braunes Zettelchen reingelegt. So braun wie der Krokant an einem Frankfurter Kranz. Und den Club 025 oder 025. Ja, den kennt man wohl hier und ich finde das ganz interessant, was er dazu geschrieben hat. Die Abende, die ich dort verbracht habe, waren eigentlich immer so, dass ich sturzbetrunken mit Kai Perinia von einem zum anderen Ort gelaufen bin. Es war immer irgendetwas los. Moment, ich brauche mal Licht. Ich habe meine Lesebrille nicht dabei. Das 025 ist eine Art Erlebnispark. Es ist egal, was für Musik läuft oder wer gerade da ist. So eine vielseitige Location hat da eben ihre ganz eigene Wirkung. Eine absolute Besonderheit dort ist die Klofrau. Egal was du tust, sie wird dich auf jeden Fall anscheißen. Selbst wenn man 2 Euro hinlegt, ist sie nicht zufrieden und zwingt dich auch noch dazu, ihr eins ihrer alten Duplos oder Bonbons abzukaufen. Sie ist auf jeden Fall ein Unikat, da kann kein anderer Club in Frankfurt mithalten. Ich würde sagen, ob Klofrau, alte Duplos, alter Hanutoas, hin oder her, Brotfabrik, ist unser Frankfurter Tipp.